Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Spontan ist das jetzt gestartet. Mini Mario at Friends Amiibo Challenge. Ja, ich schaue mir das Ganze heute an, weil ich habe mir gedacht, dieses Spiel benötigt Amiibos. Es ist kostenlos. Am 28. April ist es rausgekommen und heute können wir es spielen. Ich besitze fast alle Amiibos und kann sie noch nicht so richtig benutzen. Jetzt aber schon mit diesem Spiel, denke ich. Ich meine, meine Investition hier hat sich gelohnt. Investition. Und ja, wir schauen mal, wie das so aussieht. Ich sehe jetzt gerade alles auf dem Gamepad. Ich hoffe, dass man auch auf dem großen Bildschirm was sehen wird. Gameplay-technisch scheint alles bisher zu klappen. Löse Level schnell und sammle Münzen ein, um eine Goldtrophäe zu ergattern. Okay. Willkommen bei Mini Mario Channel. In diesem Spiel kannst du oben gezeigten Amiibos verwenden, um als Mini mit besonderen Fähigkeiten zu spielen. Nur die? Dann hole ich mir die gleich mal hier hin. Warte, hier ist der Toad. Ja, jetzt wäre natürlich tatsächlich eine Webcam, also mit Facecam und so. Das wäre wirklich ein Vorteil. Dann könnte ich euch die Amiibos erstens zeigen und zweitens hätten wir eine schöne Reaktion. Ja, ich rede gerade ein bisschen so in den Raum rein. Kann sein, dass das tonqualitativ technisch ein bisschen low-bop-mäßig ist, aber es lässt sich halt nicht ändern. So, ein Wolyoshi nehme ich dann noch, weil die sind ja immer die gleichen. Es gibt keine. Oder müssen das die Party-Amiibos sein? Ich hoffe nicht. Also den Mario hätte ich noch. Das wäre mein silberner Mario. Ich nehme den auch mal, weil der hat halt keine besonderen Speicherstände. So, dann brauchen wir noch den Bowser, der ganz hinten sitzt. Ja, die Vorbereitung ist ein bisschen doof. Ist wirklich so, wirklich blind hier reingeplatzt. Dann haben wir noch die Peach, die wir benötigen. Die hat so ein hässliches Face. Gibt es da mittlerweile neue Versionen? Und den Luigi. Den Luigi. Oh, ganz da hinten. DK? Du kommst auch hier hin. So. Und dann den Diddy sehe ich noch auf dem Bildschirm. Ja, schreibt mir mal, welche Amiibos habt ihr? Sammelt ihr sie alle? Mittlerweile sammle ich sie ja nicht mehr alle, weil die Szene mit den Smash-Amiibos, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Das ist ja wirklich Geld, also keine Ahnung, das ist ja wirklich, wie soll ich sagen? Ja, es ist wirklich reinste Geldmache, ne? Weil für die Amiibos kommen momentan ja wirklich keine Spiele raus und, come on, das kann es nicht sein, dass man die nur für diese kleinen Gimmicks braucht. Hier ist ein Spiel, wo die wirklich gut eingesetzt werden und deshalb möchte ich das Spiel wirklich mal spielen. Wir werden es durchspielen, soweit es geht. Und jetzt schauen wir mal. Ich denke, wir drücken mal weiter. Hast du keine dieser Amiibo? Ist auch kein Problem. Ah ja, die anderen Amiibo, okay. Also nur diese sind benötigt. Die anderen werden zu solchen Robotern. Okay, ist gut, ist gut. So, berühre, was seht ihr? Okay, also ihr seht schon einen anständigen Bildschirm. Bei mir ist es so, dass ich ein bisschen mehr sehe. Also ich sehe halt die Anleitung und so. Ich denke, dass ihr auch meistens nichts sehen werdet. Wir werden mal schauen, wie das Ganze hier läuft. Na, es ist ja auch neu für mich. Wir spielen endlich mal mit Amiibos. Und wir fangen gleich mal, denke ich, mit Mario an. Wir gehen die schön der Reihe nach durch. Und dann scannen wir die mal. Übrigens, einige Amiibos haben noch keine Registrierung. Da finden wir vielleicht noch lustige Namen raus. Oder vielleicht Abonnentennamen. Mal schauen. So, Wandsprung. Jeder Amiibo hat natürlich auch seine eigene Fähigkeit. Welche das sind, weiß ich nicht. Und das hier hat mich geflasht. Das hier hat mir gezeigt, yo, das Spiel spielt's durch, weil seht euch diese Welt an. Das Spiel ist kostenlos, Leute. Ihr geht in den Laden, kauft euch für 50 Euro Super Mario Bros. U und der Umfang dieses Spiels ist schon alleine auf der Overworld größer. Also das muss
mach mal die 10, das Gleiche. Das muss man einmal... Ja gut, ich bezahle hier auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also 150 Euro für das Spiel. Es muss gut sein, Leute, es muss gut sein. 150 Euro Spiel für umsonst, aber ansonsten ist es gut. So, dann schauen wir mal, was die Geldmache so kann. Brauchen wir die Amiibos jetzt nicht mehr? Das ist meine Frage. So, Items wie rote Träger, okay, die Tipps werden wir... Gestalte die Umgebung um die Mini... Den Mini, ah, das nennt man Mini, okay, zum Tor zu dirigieren. Ja, es ist nicht die erste Serie, aber diesmal mit Amiibos halt. Es kommt, das erste Spiel hieß Mario vs. Donkey Kong. Verwende Träger, um deinen Mini einen Weg zu bannen. Stelle sicher, dass hierfür... Träger hast. Okay, dass du hier für Träger... Okay, Träger ist eine limitierte Anzahl. Und ihr seht das, was ich auf dem Bildschirm in groß sehe, auf dem Gamepad. Okay. Also, es geht jetzt darum, diese Träger auszubauen. So, es ist jetzt ein bisschen Tutorial-mäßig. Die Minimaris können Wandsprünge Sprünge machen. Das müssen wir uns merken. Das ist das Wichtige. Hier ist die kann man die auch live? Warte mal. Kann ich das live verändern? Ah ja, kann ich. Okay. Okay, der macht das automatisch mit den Wandsprüngen. Warte, dann fahre ich die ein und nehme das hier hin. 100% traue ich mich ehrlich gesagt nicht. Warte mal. Ach Gott, ich bin auch ein Honk. Ich muss hier die Wand auch zumachen. So. Und damit ist das erste Level schon durch. Es ist ein Puzzlespiel, ja, seht ihr richtig. Also, es kann schon schwer werden, aber es ist auch nicht so groß. Von daher denke ich, dass wir das schaffen werden. Nee, ich wollte das Projekt starten, weil es ja momentan ein bisschen monoton auf meinem Kanal zustande geht. So, auf dem Gamepad ist es gleich wieder abgebildet, nur dass dort halt auch zur Karte zurücksteht. Noch ein kleines Team in... Was ist dieses Piepsen? Kein Strom mehr? Okay. Ich dachte... Okay. Alles in Ordnung. Kein Problem. Nee, nee, okay. Verwende den rechten Stick, um die Kartenansicht zu ändern. Die Kartenansicht. Ah, okay. Dann können wir uns so rauf bewegen und runter. Sehr schön. Level 2. Ja, keine Ahnung, mein PC, der hat gerade ein paar Macken gehabt. Was läuft? RIP. Ich schau mal kurz nach unten, aber alles in Ordnung. Ich weiß auch nicht. Wird langsam alt, der PC. So merkwürdige Töne von sich gegeben. Bildschirm ist etwas dunkler geworden. Aber die Aufnahme läuft noch. Amiibo-Tore können nur besonders... Ah, okay, da brauchen wir dann besondere Amiibos. Können wir die einfach so reinscannen? Oder wie soll das jetzt gehen? Bitte registriere... Ein Besitzer und Spitzname für dieses Amiibo. Okay, dann machen wir das. Das ist ganz klar der Bandicay. Was denn auch sonst? Da fallen mir schon super Abonnentennamen. Nein, Abonnentennamen. Ah! Oh. Abonnentennamen ein. So, jetzt haben wir es. So, da ist der Bandicay. Und was kann der? Der kann flotter Anstieg, okay. Würdest du gerne das Tutorial für dieses Mini spielen? Boah, Leute, das Spiel ist irgendwie so echt verwirrend. Okay. Ah, das ist das Tutorial-Level. Okay. Muss ich das schaffen? Was ist das? Da hoch. Also theoretisch so. Ah, da fehlt uns... Okay, warte. Antippen.
Ich weiß, wie das geht. So, jetzt da hoch. Jo, wunderbar. Und hier hoch. Ah, easy. Oh, warte, da fehlt noch der Abgrund. Also sehr verwirrend das Ganze am Anfang. Aber ich denke, für die Pilotfolge habt ihr schon ein schönes Bild. Verwende die Spezialpower deiner Minis. Okay, wir werden noch sehen, welche Spezialfähigkeiten da noch gefragt sind. So, dann gehen wir mit dem Bandicay in das erste Level rein. Ja, schreibt mir mal, was ihr für Amiibo-Scanne sein würdet. Also, ich werde da jetzt vielleicht nicht alle Wünsche erfüllen können, aber oh, da gibt es sogar Steine, die man einsammeln kann. Sehr schön. Und die brauchen wir sogar. Okay, jetzt wird's schwer. Was mit der gelben Röhre? Die ist dort oben. Okay, dann leg mal einfach los. Okay, der Donkey Kong kriegt das down. Ist das so klug? Warte, 5. Kriegen wir... Ja, jetzt... Nein! Es reicht doch. Es reicht! Doch. Oder nicht? Hä? Ich dachte, es reicht. Ups. Leben hat man keine, ne? Man kann unendlich oft versuchen. Okay. Nochmal. Neuer Versuch. Ich mische zwar in die Tür dort, aber ich weiß irgendwie nicht, wie das geht. Ist es denn möglich? Also, ja, doch. Doch, okay. Wir müssen... irgendwie so mogeln. Aber fragt mich noch nicht genau wie. Da kommen wir in die normale Tür rein. Also wir müssen die Figur jetzt irgendwie kehrtwenden. So vielleicht. Und dann das da hoch. Ja, so geht es. Okay, wunderbar. Was ist, wenn man drauf tippt? Oh, dann macht es schneller. Ah, das ist gut zu wissen. So spart man Zeit. Und man hat auch schon noch schöne Soundtracks. Und die sind so kawaii. Seht mal, wie süß der Donkey Kong ist. Ja doch, ich denke, wir werden Spaß mit dem Projekt haben. Seht ihr, der Yoshi? Ja, da ist es. Kurz antippen, dann wird es schneller. Und dann können wir das Donkey Kong Level betreten. Ah, okay. So schaltet man die einzelnen Level frei. Aha. Dann geht man weiter. Ja gut, dann würde ich sagen... wie spielen wir die Level durch? Gute Frage, ne? Was ist das mit diesen Nullen dort? Amiibo-Karten? Sind das die Versuche? Nee, Versuche nicht. Das hätten wir ja schon verbockt, ne? Da drin sind wir ja Meister. Ja, dann geh mal da runter. So. Und diesmal geht's Richtung Ziel. So. Das Ziel zu erreichen ist nicht schwer. Ah, zu kurz. Oh, warte. Zuerst kommst du dahin. So. Es ist schön, dass die Zeit wenigstens stoppt, weil sonst wäre das Spiel ziemlich schwer und ich hätte das Projekt schon abgebrochen. Ja, schreibt mir mal, ob euch das Projekt gefällt und ob ihr das Spiel auch zockt. Wenn ja, dann können wir ja vielleicht die Rätsel gemeinsam lösen. Mal schauen. Wie gesagt, das ist ein Projekt, da würde ich Facecam wirklich gut heißen. Ich habe ja auch noch ein paar Amiibos, die nicht ausgepackt sind. Und Amiibo-Unboxing wäre da ja auch drin. So, ich denke, wir befreien heute mal die Overworld. Obwohl, jetzt gibt es spezielle Missionen oder wie? Okay. Ein Level können wir noch machen. Items wie die roten Träger verbrauchen deinen Vorrat, wenn du... Okay, es gibt mehrere verschiedene Items. Was ist das? Um Amiibo-Marken... Okay, ihr seht das auch. Um Amiibo-Marken einzusammeln, müssen die Minis ihre Spezialpower nutzen. Sammle Amiibo-Marken, um geheime Level in der Sternenwelt freizuschalten. Die Spezialpower nutzen?
Das heißt, Rosalina kann fliegen, oder wie sehe ich das jetzt? Das, was so eingekreist ist, das ist das, was ich auf dem Gamepad sehe. Gut, dann sind wir mal vorsichtig. Also, was können diese großen Donkeys? Was machen die? Ah, die schmeißen einen hoch, ne? Die kennt man aus früheren Teilen. Ja, genau. Dann mal dahin. Das nehmen wir uns auch mal weg. Kann man durch diese Dinger? Ja, komm, mach mal. Okay, das funktioniert. Sehr schön. Dann fällt der Donkey runter. Und dann weiß ich schon nicht mehr weiter. Ah, doch, doch, ja, genau, der Donkey. Oh Gott. Aber hier brauchen wir den Toad. Geht das mit dem Donkey Kong nicht? Ah, nee, der Toad ist kleiner als die anderen. Und unten brauchen wir Diddy. Oha. Das ist ja mal interessant. Oh, der springt darüber. Okay. Die ganze Mechanik habe ich noch nicht so ganz drauf. Da fehlt uns noch ein bisschen was. So. Und überlegen, darunter. Und hier hoch. Und dann müssen wir am Ziel sein. Ja. Okay. Also, ihr seht, das Projekt ist schon ziemlich cool. Ich freue mich drauf. War jetzt zu den ersten paar etwas verwirrend. Ich meine, es ist mein erstes so mit diesem Bring Your Toy to Life. Prinzip, ne, das ist ja jetzt auch nicht das Spiel, was das erste ist, was so arbeitet, ne, Skylanders und Lego Dimensions und sowas hat man noch alles, Disney Infinity haben das alles gemacht. Ich würde sagen, im nächsten Part schauen wir uns weitere Basic Level hier an. Da kommen ja noch einige, oder sollen wir mal die Welt betreten? Ja, schreibt mir mal, was ihr sehen wollt, weil Level sind doch etwas langer. Vielleicht werden wir auch in diesem Level, wir werden Level 3 fertig. Ah, die sind nummeriert. Ah, warte mal. Wie sind die denn nummeriert? Donkey Kong 1. Aha. Okay. Ja, gut, dann schauen wir mal, wie wir voranschreiten. Nach Lust und Laune. Wir werden ja alles durchgehen. Bis zum nächsten Mal bei Mini Mario and Friends Amiibo Challenge. Oh, was für ein Name.